Es gibt immer wieder Menschen, die fühlen sich, als ob sie im Leben gequält werden. Es gibt ja auch den Begriff Quälgeist, also tatsächlich eine reale dämonische Macht, die einen Mensch quält. Weißt du, in der Bibel berichtet Jesus die Geschichte von dem sogenannten Schalksknecht. Dieser Schalksknecht ist ein Diener des Königs und er hat sich irrwitzig verschuldet. Und weil er nicht bezahlen kann, erlässt der König ihm seine gesamte Schuld in einem gewaltigen Akt von Gnade. Dem Knecht begegnet Freundlichkeit, Gunst, Vergebung. Es ist wunderbar. Dann geht er heraus und es dauert nicht lange, da begegnet ihn ein untergeordneter Knecht. Und auch dieser schuldet ihm eine Kleinigkeit. Und dieser erste Knecht ist zornig darüber, dass er ihm dieses, was er ihm schuldet, nicht ersetzen kann und nötigt ihn, es ihm zu ersetzen. Und es kommt zum Konflikt und letztlich lässt er diesen untergeordneten Knecht ins Gefängnis werfen, weil der ihm die Schuld nicht bezahlen kann. Das kommt vor den König und jetzt kommt eine hochinteressante Aussage. Der König sagt: Dann wird auch diesem ersten Knecht die Schuld nicht vergeben und er wird ins Gefängnis geworfen und den Folterknechten übergeben. Diese interessante Geschichte, die Jesus berichtet, handelt von Vergebung. Wir alle, wenn wir Christen sind, haben unvorstellbare Vergebung von Gott erhalten. Er hat uns mit Gunst, mit Freundlichkeit, mit Liebe überschüttet. Er hat uns alles gegeben. Er hat seinen Sohn geopfert, damit wir diese Vergebung empfangen können. Wenn wir aber anderen Menschen nicht vergeben, die in der Relation an uns in größerem oder kleinerem Maße, aber auf jeden Fall untergeordnet an uns schuldig geworden sind, dann droht die Gefahr, dass unsere Unvergebenheit uns ins Gefängnis bringt und uns Folterknechten ausliefert, die uns quälen. Es ist eine Tatsache, dass viele Menschen, die anderen nicht vergeben, ein gequältes Leben haben, weil sie einfach im Geistlichen Folterknechten ausgeliefert sind. Wie kannst du davon frei werden, wenn dich das betrifft? Ganz einfach. Vergib den Menschen, die dir etwas angetan haben. Vergib ihn. Das hat nichts damit zu tun, dass du irgendwas Emotionales dabei fühlen musst oder sollst. Es ist eine Willensentscheidung. Du entscheidest dich und sprichst es laut aus, dass du den Menschen, die an dir schuldig geworden sind, vergibst und benennst die einzeln. Das bringt dich geistlich in den Prozess, frei zu werden und von diesen quälenden Dingen, die dein Leben vielleicht bedrängen, komplett frei zu werden. Wir möchten dir ein kleines Büchlein dazu empfehlen, von der Wichtigkeit der Vergebung. Ein ganz kleines Büchlein, ist auch nicht teuer, was du bei uns im Shop bestellen kannst, was dieses Thema beinhaltet. Wenn dich das betrifft, Unvergebenheit ist eine ganz, ganz schlimme Sache, die dein Leben in Bindungen hält. Du musst davon frei werden. Unvergebenheit beraubt dich der Freude in deinem Leben, der Qualität in deinem Leben und ist wirklich wie ein Fluch. Deshalb beschäftige dich mit dem Thema und vergib den Menschen, die dir etwas angetan haben, so wie Gott auch dir vergibt. In dem Sinne glauben wir, Gott hat mehr für dich.